Hi ihr Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Tee ist hot, Leute. Also heute sprechen wir über Sandras Reel. Vorab, ich hoffe, es geht euch gut natürlich. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und konntet euch ein bisschen erholen. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende eigentlich. Also es war sehr ruhig. Aktuell habe ich das Gefühl, der Mai ist allgemein eher ruhig, oder? Wie empfindet ihr das? Und ich war gestern mit einer Freundin essen und so ein bisschen durch Köln spazieren. Es war sehr schön, wie immer. Und waren beim Pimmock, vielleicht kennt ihr das. Und haben einfach gegessen, die Sonne genossen, einfach rumgeschlendert. Das war sehr schön. Aber ansonsten im Großen und Ganzen war das auch eine entspannt. Heute mache ich so einen Malkurs. Da bin ich mal auch sehr gespannt. Also ich habe mir im Mai so ein paar Sachen vorgenommen. Ich habe mir so ein Vision Board literally gemacht für Mai. Ich glaube das nicht. Also diese Frau hier ist einfach die Lulu und lebt in ihrem Film und möchte, dass dieser Film genauso live ist. Also ich romantisiere mein Leben. Ich versuche es zumindest so gut es geht zu romantisieren. Und heute mache ich Malkurs. Ich kann es euch ja mal zeigen, wenn es fertig ist, was draus geworden ist. Also ein Workshop. Und also so ein bisschen diese Depri-Phase, die ich jetzt Anfang Mai oder Ende April hatte, scheint so langsam vorüberzugehen. Ich meine, reicht auch schon ein bisschen. Ich habe das Gefühl, der Alkoholpensum hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ich habe ein bisschen weniger getrunken in den letzten Tagen. Fühle mich irgendwie direkt viel klarer im Kopf. Also Leute, wenn es euch schlecht geht, vielleicht nicht zum Glas Wein greifen, sondern vielleicht echt ganz andere Aktivitäten machen. Deswegen freue ich mich auf die Woche, ich freue mich auf euch, ich bin motiviert, und fühle mich einfach gut. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr ready? Ihr müsst stark sein, ne? Also bitte nehmt eure Vitamine, Müsli, was auch immer, weil wir haben einiges zu ertragen, ne, in dieser Saison des Trash-TV-Geschehens. So, lasst mich nicht im Stich, okay? Genau, heute sprechen wir über Sandras Reel. Also ist es wieder ein Real Talk, ne? So viel zum Thema Wortspiel, in dem Sandra jetzt nochmal auf die Folge 5 selber reagiert und da wahrscheinlich auch explizit auf die Situation mit ihr und Tommy. Ich habe ja schon ein Recap gemacht, aber ich mache ja immer nochmal so eine Art Real Talk, um eben nochmal die Gedankengänge der Trash-TV-Leute nochmal und dass wir sie uns nochmal anschauen und gucken, wie die Situation erörtern. Und eine interessante Person ist für uns auf jeden Fall eine Sandra und ein Tommy. Und mir ist es wichtig, dass wir da so ein bisschen beide Seiten beleuchten. Ich würde euch auch bitten oder uns bitten, dass wir so versuchen, so respektvoll wie möglich in den Kommentaren zu sein. Ich weiß, dass es sehr viele Sandra-Fans gibt oder auch Leute, die sagen, die verstehen Tommy besser. Es bringt halt keinem was, wenn man irgendwie so ein bisschen, um seine Argumentation durchzudrücken, nicht beleidigend wird, aber so, wisst ihr, so ein bisschen sehr, sehr, sehr forsch wird. Also ich finde, das bringt keinem was. Es ist kein Wahlkampf, Leute. Es ist Trash-TV. It's not that serious. Also nehmen wir das wirklich locker und entspannt und genießen unser Leben und reden über Trash und Gossip. That's it. Es ist kein Weltkrieg, so, weil, wisst ihr, also, das wäre mir halt wichtig, aber im Großen und Ganzen finde ich die Kommentare eigentlich super nice und schön und respektvoll und ich glaube, ich finde es schön, wenn es so bleibt. Klar, dass man sich kritisch nicht immer der gleichen Meinung ist, das ist mir auch klar, ne, also ganz, ganz klar und das ist auch wichtig, aber vielleicht nicht so schreien, bist du dumm, dass du meinen Kommentar nicht verstehst oder sowas? Ja, gut. Aber Meinungsfreiheit. Ne? Sag, was ihr zu sagen habt. So, wir schauen uns jetzt Sandras Reel an. Es ist deshalb so spannend, weil sie immer wieder so mehr oder weniger neue Beweise quasi einführt, um ihre Seite so ein bisschen zu beleuchten. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil wir wissen, in Trash-TV kann vieles so dargestellt werden, dass wir den Gesamtkonzept nicht verstehen. Das Gesamtkonzept nicht verstehen. Und daher ist es, glaube ich, ganz cool, wenn sie gerade in so einem
Streit mit ihrem Ex da einfach Dinge beleuchten kann. Ich meine, der Tommy tut es auch. Sie hat auch hier auf jeden Fall wieder ein paar Receipts mitgebracht, um Dinge besser uns näher zu bringen. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an. Getrennt, Folge 5 ist online, aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir natürlich erstmal kurz über Tommys Story reden. Es tut mir weh, das so zu sehen, wie er jetzt immer noch so schlecht über mich spricht. Vor allen Dingen aufgrund von der Folge 5, wo er fast durchgehend negativ über mich redet, sehr respektlos mit mir umgeht. Unser Spiel war eine Vollkatastrophe, aber dazu kommen wir ja gleich. Ich möchte natürlich ganz kurz was zu den Anschuldigungen sagen wegen unserer gemeinsamen Kollektion. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er jetzt im Nachhinein so schlecht davon spricht. Ich bin ein Mensch, ich möchte mich niemals um Geld streiten. Er hat natürlich seinen Anteil erhalten. Ich sage aber auch dazu, ich war vielleicht nicht der netteste Mensch, was das angeht, weil ich erfahren habe, dass er kurze Zeit, nachdem ich Nizza verlassen habe, eine andere, ein Piep, ne? Und ja, natürlich, da habe ich ihm gesagt, dass er ein Stück Scheiße ist, dass er ein Arschloch ist, dass ich ihn hasse. Ja, also bevor Sandra weiterredet, es geht um diese Pulli-Kollektion, die beide hatten, diese Nice-Pullis oder so. Keine Ahnung, da haben die wohl auch Gewinn gemacht. Und dann, als das Ganze zu Ende ging, war das anscheinend nicht so ganz fair, wie es abgelaufen ist. Tommy hat auch Receipts geteilt in seinen Stories, versucht es hier auch zu integrieren. Und hat quasi Sandra somit so ein bisschen indirekt beschuldigt, nach dem Eheaus ihr nicht alle Beträge ausgezahlt, ihm nicht alle Beträge ausgezahlt zu haben. Ist dann natürlich uncool, wenn das so stattgefunden hat. Sie sagt hier ja aber auch, ja, sie war dann nicht mehr so nett zu ihm, weil er eine andere geknallt hat. ja. Schlimmere Beleidigungen gibt es bei mir nicht, aber das ist das Einzige, was mir dazu einfiel, weil mir zu sagen, mich hinzuhalten, ein halbes Jahr lang, dass es ja eventuell noch was werden könnte, ich muss abwarten, bis die ganze Ausstrahlung zu Ende ist und du hast das und das gemacht und ja, ich weiß es noch nicht und ja, ich weiß auch, du bist nicht fremdgegangen, aber mal schauen und so. Währenddessen gehst du dich mit anderen Frauen treffen. Also da fällt mir halt nichts anderes ein, außer diese Beleidigung. Es tut mir auch im Nachhinein ein bisschen leid. Ich habe noch nie so einen Menschen beleidigt. Aber das war halt aus der Emotion raus. Ich denke, das ist auch verständlich. Ich habe niemals was dagegen gesagt, dass er das Geld nicht bekommt. Ich packe euch jetzt einfach auch mal ganz kurz meine Voice hier rein. Dann könnt ihr es ja selber hören. Okay, super. Ja, danke für die Info. Alles gut. Ich bin ja mit Tommy ganz normal jetzt in Kontakt. Genau, wir wollten das einmal nochmal Ausrechnung machen, Abrechnung machen. Ist ja jetzt schon was länger her, die letzte. Und genau, das ist cool, wenn du das machst. Und ja, ich habe Zeit auf jeden Fall für den Call. Mit unserer gemeinsamen Kollektion hatten wir wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich finde es erbärmlich, dass du jetzt Stories dazu machst und dagegen sprichst. Also ich finde es wirklich sehr erbärmlich. Du hast Geld damit verdient, du hattest deinen Spaß, wir haben eine richtig coole Kollektion gehabt, coole Shootings gehabt, ja, was ich alles mitorganisiert habe und das jetzt so in den Dreck zu ziehen, schäm dich wirklich dafür. So, was hat er noch gesagt? Ach, alles andere, was er gesagt hat, ja, Temptation, ja, er hat keine Nerven für mich. Ich würde sagen, da schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam die Folge an, weil ich finde, dafür, dass er meint, dass er so wenige Nerven für mich übrig hat, hat er definitiv sehr viel Redebedarf gehabt. Ja, seht einfach selbst. Ja, okay, bevor sie weitermacht, also es geht jetzt nochmal um diese Pulli-Kollektion und sie sagt ja oder wirft ihm vor, dass er quasi jetzt so das Ganze in den Dreck ziehen würde, obwohl das beides, also diese Kollektion, denen beide Geld eingebracht hatte und beide auch Spaß dran hatten, was ich natürlich auch verstehen kann. Natürlich, wenn man so eine Brand aufzieht, die so ein bisschen erfolgreich ist, ist es natürlich cool. Wenn man dann auseinandergeht als Paar, ist es natürlich dann weniger cool. Und ja, also es gibt die eine Sache, die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht und dann, was danach passiert ist, ist ja trotzdem abzugrenzen. Also das rechtfertigt ja trotzdem nicht, nur weil man Spaß hatte und die Brand und alles toll war, dass sie jetzt im Nachgang eventuell, das wissen wir ja nicht konkret, eben nicht die restlichen Beträge auszahlt. Also ist ja trotzdem uncool, wisst ihr? Also sehe ich dann sehr abgegrenzt. Ich habe jetzt mal einen kurzen Exkurs gemacht. Wir schauen uns mal kurz an,
was Tommy in seiner Story dazu gepostet hat, denn dieses Girl hier hat alle Receipts dabei. Ich bin ready, ich bin vorbereitet. Genau, er hat in seiner Story gepostet auf diese Anschuldigung an Sandra, hat er geschrieben, immer alles auf Krampf beweisen zu wollen mit Szenen, die gerade so viel zeigen, dass es für dich gut aussieht, ist kein Beweis, sondern wieder nur einer deiner Steven Spielberg Filme, wie mit der Kette auch. Machen wir jetzt ganz einfach. Okay. Und dann hat er quasi in Screenshots, WhatsApp Screenshots gezeigt von ihm und quasi deren Ansprechpartner für diese Kollektion, also quasi die Mittelperson, die denen das Geld überwiesen hat. Und da sieht man halt im August oder ne, Oktober 2022, schreibt Tommy, hallo XY, hoffe es geht dir gut, das übrige Geld bitte mir die Hälfte schicken und die andere Hälfte zu Sandra, vielen Dank. Da schreibt der Typ, hallo Tommy, danke, stressig wie immer, aber man schlägt sich durch, wie geht es dir, was macht die Kunst? Mache ich so, Bankkonto, PayPal, ich lasse eh gerade nochmal die Zahlen überprüfen, weil Sandra meinte, dass es nicht stimmen kann. Und dann schreibt Tommy, ich brauche meins noch nicht, aber bitte nicht alles an Sandra schicken. Und dann schreibt der Typ, sage dir dann final Bescheid diese Woche, vielen Dank, bla 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 bla. So, dann gehen wir zum Oktober. Das schreibt der Typ, der Mittelmann, guten Morgen Tommy, wie geht es dir? Ist es richtig, dass du bei dem Shop jetzt raus bist und ist es okay, wenn ich die Summe ca. 870 Euro an Sandra auszahle, liebe Grüße. Und dann schreibt der Tommy, hallo, nein, das stimmt nicht. Die Summe wird zwischen uns beiden aufgeteilt, weil ich dir letztes Mal, wie ich dir letztes Mal erklärt habe. Und dann schreibt der Mittelsmann, okay, magst du das einmal mit dir klären? Und er schreibt, das haben wir beide gemacht, also deswegen 50-50, danach kann sie gerne allein weitermachen. Also hier geht es zumindest hervor, wie der Mittelmann schreibt, dass der Mittelmann, das wäre in so ein Krimi, dass Sandra wohl gesagt hatte, er soll alles an sie überweisen. Und eben, was das würde halt unterstützen, was der Tommy sagt, dass sie quasi nach dem Eheaus das ganze Geld für sich, also das ist jetzt aus diesem WhatsApp-Ding zu entnehmen, ist jetzt nicht meine Aussage, dass da wohl eventuell kommuniziert wurde, dass Tommy das alles an Sandra geht. So könnte man das jetzt so interpretieren. Und somit würde das eigentlich das die Aussagen von Tommy stützen und dann auch beweisen oder unterstreichen, dass es dann vielleicht nach dem Eheaus nicht so ganz fair ablief. Ne? Wie dann die Assets geteilt werden, war wohl nicht so fair. Ne? Ja, wie seht ihr das? Also ich weiß, nach einer Trennung ist es auch schwierig, gerade wenn man irgendwie Dinge zusammen gekauft hat, zusammen wohnt. Ich würde definitiv, wenn ich ein Business mit meinem Partner aufgebaut habe, versuchen, das Ganze fair aufzuteilen am Ende. Würdet ihr sagen, es ist gerechtfertigt dass, oder verständlich, dass Sandra da so ein bisschen emotional gehandelt hat, falls sie es denn so getan hat? Es wird natürlich auch vieles in den Raum gestellt. Würdet ihr sagen, es ist gerechtfertigt, weil der Tommy eine andere gebumst hat? Also sorry für meine Wortwahl, aber einfach nur, weil eine andere geknatscht hat. So quasi, dass man sagt, ja, es ist schon verständlich, dass sie dann so emotional handelt, weil ja, also man ist dann einfach sauer und möchte ihm quasi nichts übrig lassen sozusagen. Ja, ich kann dem ein bisschen was abgewinnen. Also diese Verletztheit halt, die sie halt hatte, ne? Okay, wir schauen uns jetzt mal ihre Reaction an. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine Sache, die ich kurz loswerden möchte. Und zwar geht es darum, dass es heißt, ja, mir recht geben, ich hätte auch keinen Bock mit der zu reden, was die beim Temptation gemacht hat, was die beim letzten Lagerfeuer gemacht hat und so. Hey, das Leben ist dafür da, um zu leben, um aus Fehlern zu lernen. Wichtig ist, dass man dazu stehen kann, dass man die eingestehen kann. Und nur weil euch nicht gezeigt worden ist, dass ich den Fehler gesehen habe bei mir selber. Ich war beim letzten Lagerfeuer sehr kalt. Das war aber meine Schutzmauer, die ich hochgefahren habe, weil ich dachte so, hä, warum greift er mich jetzt an? Wir haben doch abgesprochen, dass wir was zulassen. Und in meinen Augen bin ich einfach nicht fremdgegangen. Beziehungsweise, Tommy bestätigt ja selber, dass ich nicht fremdgegangen bin, ja? Das heißt nicht, dass es ihm nicht wehtat, dass er das gesehen hat. Das habe ich aber alles eingesehen. Das habe ich alles eingesehen. Es ist eine lange Zeit vorbei. Und das gibt dir nicht das Recht,
mich so zu behandeln, wie du es jetzt gerade in der Folge getan hast und wie du es jetzt gerade in deiner Story machst. Das gibt dir nicht das Recht. Also wenn das so ist und du so nachtragend bist, dann könnte ich ja mal auspacken, wie unsere Kennenlernphase war, wie die Trennung war. Betty hat jetzt ein paar Stories dazu hochgeladen, wie du mich ausgenutzt hast bis zum Wiedersehen, nur damit ich leise bin. Ja, beim Wiedersehen sitzt er da, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, und sagt, er kann mir nicht in die Augen gucken. Eine Nacht vorher haben wir im selben Bett geschlafen. Da konntest du mir zufälligerweise in die Augen gucken, ne? Aber beim Wiedersehen vor den Kameras, Bonnie, Sandra ist die schlimmste Person und die Lola so, gibst du der Liebe wirklich keine Chance mehr? Ja, also wirklich nicht. Und er so, nein, nein, ich kann ihr nicht mehr in die Augen schauen. Boah, so ein schlechter Schauspieler und langsam fällt deine Maske. Boah, ich glaube, ihr merkt gerade, die letzten Male war ich immer so neutral und hab das Ganze voll verarbeitet und bin froh, dass das alles jetzt gezeigt wird und so. Aber jetzt langsam kommt, boah, es kommt schon Wut. Ey, man kriegt schon Wut dabei. Ja, und ich hoffe, dass diese Wut der Sandra dabei verhilft, definitiv weiterzugehen. Wut ist manchmal ganz nicht schlecht, und ist eine Emotion, die schon helfen kann, dass man zumindest über einen Menschen hinwegkommt, den man eventuell zu lange idealisiert hat und romantisiert hat. Und ja, also das ist auch ein Instrument, das einen vielleicht ein bisschen mehr in die Realität zurückholt. Deswegen, die Punkte, die sie nennt, kennen wir ja auch schon. Also deswegen sind wir, glaube ich, auch so an dem Punkt alle, dass wir sagen, es ist auch ein Punkt, dass wir das Thema mehr oder weniger so ein bisschen ad acta legen und diese beiden ruhen können, sozusagen, literally, weil ob er die, was sie abgesprochen hatten vor Temptation Island, meiner Meinung nach ist sie auch nicht wirklich fremd gegangen. Ist natürlich Interpretationssache. Sie hat Gott, mein Gott, keinen Menschen umgebracht, Gott, meine Fresse so. Und es wird halt so wirklich hingestellt, wie ich finde, so langsam mega übertrieben, als hätte sie echt einen Menschen umgebracht. Ne? Es ist ein bisschen viel, diese MeToo-Opferrolle von Tommy, I can't anymore. Weißt du, so reiß dich zusammen, Bro. Also die Frau ist hier wirklich nicht fremd gegangen und da werde selbst ich langsam sauer, dass diese Nummer so krass durchgezogen wird und dann die Sandra so fertig gemacht wird. Und ich denke mir so, get over it. The fuck? Get fucking over it. Also auch dieser Hass. Dann, wenn dieser Hass authentisch ist, dann geh mit denen nicht in eine Show. Es ist einfach so, da wird so mit zweierlei Maße ge gemessen und dann auch so doppelmoralmäßig unterwegs. Und ich finde es so unfair. Du gehst dahin, kriegst Gage und hatest sie jetzt so krass. Ja, und dann don't do it. Und halt auch so dieses ambivalente Verhalten, dass man mit ihr dann schläft wohl, um dann vor den Kameras zu sagen, ich kann dir nicht in die Augen gucken. Wer bist du, Mann? Du nervst, Alter. Also ich habe nichts gegen Tommy, aber ich sehe halt auch diese Verhaltensmuster, wo ich mir sage, das begründet aber nicht der Fakt, dass sie sie so behandelt und sie anschreit. Weißt du, wer bist du denn? So, hab ein bisschen Respekt, Bro. Hab ein bisschen Respekt, weil du bist nicht der König von Zamunda, so. Weißt du, was ich meine? Also komm echt mal von deinem fucking französischen Ross runter. Das nervt mich, weil er hat ja auch recht, aber er hat trotzdem kein Recht, so mit anderen Menschen umzugehen. Ganz ehrlich, eine Paulina soll froh sein, wenn sie, dass sie mit ihm für immer zusammenbleibt. Because wenn du mit dem Menschen auseinander bist und der dich so auseinandernimmt, da bist du, die Hölle ist schöner. Warte, ich los, ich los. Nein, mach nicht auf. Lass mich machen! Lass los! Hey, komm, hey, lass los, ich los, komm. Hallo, okay, jetzt, lass, mach, komm, Stein, mach, mach. Stein ist sofort gekommen. Na schau, du das hey. Go! Lass so! Da, wirklich! Du machst vorsichtig! Denkst du, ich bin dumm? Ich weiß doch, wie ich rudern Ja, muss. wenn ich sehe, wie du gerudert hast, Hey, ich garantiere super lang, es war komisch hier, es war nicht so ein einfaches Ruder, wo man sich reinsetzt und einfach anfängt. dich. Trinken wir schnell. Also würdest du mir sagen, ich kann nicht rudern? Ja. Ah, okay, alles klar. Gut. Tu ein bisschen Wasser aus dem Mund, bitte. Komm du erstmal da dran. Mich hat's einfach, alles hat mich genervt. Komm, wir haben gleich geschafft. Bevor ich hier weiter. Könnt
ihr mir verraten, was stimmt mit Tommy in dem Moment nicht. Alles war gegen mich. Ich ruder falsch, ich antworte falsch, ja, weil er sagt ja, was für Petrus, sag mal was Logisches. Du weißt noch nicht mal einen einzigen Namen von den Jüngern und du wirfst mir jetzt schon wieder vor, dass ich etwas Unlogisches sage. Es ist so erniedrigend und es tut auch wirklich weh, das jetzt hier nochmal so zu sehen, weil vor Ort war ich durch ganze Aufregung und so. Ich habe mich natürlich auch sehr zurückgehalten, ja, weil wir sind gerade im Spiel, da ist der Fokus beim Gewinnen und nicht beim Diskutieren mitten auf dem Boot, auf dem See, ja. Und das jetzt so zu sehen, das ist echt krass. Ich weiß nicht, was mit ihm auf einmal da los war, dass er so, wir sind beide ehrgeizig, wir wollen gewinnen, aber du kannst doch nicht gewinnen, indem du deinen Teampartner so fertig machst. Es war wirklich schlimm und glaubt mir, ihr habt nicht alles gesehen. Es sind noch sehr, sehr viele andere Dinge passiert, beziehungsweise wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr es auch am Anfang sehen. Da kommt schon Wasser in unser Boot, weil er sich falsch bewegt zu diesem Zettel. Und er war einfach super hektisch, super, gar nicht konzentriert, gar nicht bei der Sache, gar nicht der Tommy, den ich kannte, wie wir bei Couple Challenge zusammen waren. Und das war so komisch für mich. Auf jeden Fall kam dann schon Wasser rein. Dann irgendwann hat er mit dem Eimer Wasser rausgeholt und hat schon einen Korken mit dabei rausgezogen und weggeschmissen. Das ergibt keinen Sinn. Dann war schon ein Korken weg, obwohl wir die Frage, wir hatten keine falsche Frage bis dahin. So, das hat er gemacht, das hat er gemacht. Dann fing er nur an rumzuschreien, was ihr ja jetzt hier mitbekommen habt. Ey, das war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach. Oh Gott. Ja, also ich habe ja ein bisschen, in meinem Recap bin ich ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, ne? Dass ich mir dachte so, der Bruder, der braucht Sneakers. Ich kann das nie aussprechen. Ich sage immer Sneakers? Keine Ahnung. Er braucht einen Schokoriegel. Weil entweder A, Tommy braucht ganz viel Sendezeit. B, er vermisst seine französische Heimat und Baguette und Camembert. C, er vermisst Paulina. Oder D, er braucht ganz dringend was Süßes zum Essen, um einfach mal runterzukommen. Weißt du, er braucht einen Schokoriegel, einen französischen. Weil alles, was er macht, macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Also ich gebe ihr da total recht, weil es ist total irrational, wie er da handelt. Es ist so komplett wild. Es gibt ihm keiner das Recht, sie so anzuschreien. Ich habe aber auch, wie sie es schon sagte, aus anderen Shows nie mitbekommen, dass er so explodiert. Also entweder er ist wirklich an dem Punkt, wo er nicht mehr mit dir normal reden kann, aber wir sehen ja vorher, und danach, dass er doch mit dir normal reden kann. Deswegen tippe ich auf Sendezeit. Ich glaube, er denkt, das ist so das Valentina-Rezept, mit dem man weiterkommt. Also ich sage es euch ehrlich, weil ich meine, diese Leute, Stars, gehen ja in Shows mit einem gewissen Playbook, sagen wir es mal so. Die gehen ja nicht unvorbereitet in Shows rein. Weil alles andere macht keinen Sinn für mich, warum er da so schreit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist für mich einfach nur Autounfall, Bootsunfall, weißt du? Ja, das, ich denke, das Ergebnis vom Spiel zeigt ein bisschen das Gleiche mit unseren Diskussionen, dass es halt nicht vorangeht. Schau, der Bruder zeigt ein bisschen, wie unsere Beziehung war. Halb gut, halb schlecht. Halt's mal. Das ist nur untergegangen, weil du dich nicht so sehr darum gekümmert hast. Ja. Du hast dich sehr gut darum gekümmert bei Temptation, stimmt? Also erstmal sage ich euch noch was zu diesem Spiel, zu dem Ende. Ich habe zu ihm gesagt, hey komm, lass uns das Boot wenigstens noch zum Ufer bringen. Da muss ich nicht da durch diese ekligen Seerosen schwimmen. Und ja, wir kacken dreist, der einfach aussteigt, ihm alles scheißegal ist und pupp, ne, wie so ein kleiner 5-Jähriger, der jetzt keinen Bock mehr hat und geht dann einfach davon. Und dann tatsächlich wurde ich noch von ihm geärgert und beziehungsweise wir haben uns beide geärgert,
Ich war so sauer auf ihn. Ich war so sauer. Das Spiel war vorbei. Jetzt konnte ich meine Aggressivität loswerden und bin dann auf ihn drauf, weil ich wollte ihn untertauchen. Hat natürlich nicht funktioniert, weil er ist ein bisschen stärker. Und dann hat er diesen Schlamm genommen und mich abgeworfen. Deswegen könnt ihr das auch sehen. Erstens bin ich voll außer Atem, wo ich gesagt habe, halt's Maul. Ich bin voll außer Atem und ich habe irgendwas hier im Gesicht. So. Und daraufhin habe ich halt auch diesen Mittelfinger gezeigt. Aber ich muss mich eigentlich auch gar nicht rechtfertigen, weil den Mittelfinger hat der nach diesem Spiel auf jeden Fall verdient. Aber das, was sich bei Temptation, was passiert ist und so, gibt dir nicht das Recht, gerade bei einem Spiel, du bist mit mir bei Prominent getrennt. Du weißt, dass ich dein Teampartner bin. Du weißt, worauf du dich einlässt. Wieso lässt du deine Aggression gerade beim Spiel, wenn du aber vorher auch wieder sagst, wir können gerne Gespräche führen. Ich erinnere euch an den Anfang, wo wir reingekommen sind in die Villa. Wir können gerne Gespräche führen und ich will das Ding hier mit dir gewinnen. So wird das auf jeden Fall nichts, Freundchen. Ja. Kannst du ganz normal. Ja, also seid ihr beide Kinder, dass ihr euch mit Schlamm bewirft und versucht euch gegenseitig da unterzutauchen? Oder seid ihr über 18? Also das ist kein Kommunikationsmittel, Tommy und Sandra, sich da versuchen im Wasser unterzutauchen und solche Sachen. Redet miteinander, verbal, please. Versucht nicht, euch da umzubringen. Die Argumentation, die Tommy immer wieder einbringt mit Temptation, so langsam kann ich es mir auch nicht mehr so ganz geben, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es ist einfach so, bei jedem Atemzug sagt er, ja, so wie du dich bei Temptation verhalten hast. Sie atmet, er sagt, ja, weil du bei Temptation dich falsch verhalten hast. Sie guckt in die Luft, er sagt, ja, schau mal, was du bei Temptation gemacht hast. Also sie existiert, er sagt, guck mal, was du bei Temptation gemacht hast. Also like, bro, it's been 2 years und du bist jetzt bei fucking Prominent getrennt und bist mit einer neuen zusammen. Entweder du hast es so ein bisschen verarbeitet und es juckt dich einfach nicht mehr, weil du auch eine neue hast, oder get over it. Get over it. Was ist los? Also du kannst doch nicht 500 Jahre die gleiche Argumentation bringen. Hast du das nicht verarbeitet? Warum bist du noch so wütend? Es macht doch gar keinen Sinn, Leute. Also ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, der liebt sie noch. Ich glaube nicht. Aber ich denke mir so, wie viel verletzter Stolz muss da sein? Vor allem, wenn man wirklich so sein sollte, dass sie beide abgesprochen hatten, da so ein bisschen für Show zu sorgen. Wie viel nimmt er sich jetzt daraus? Dass er einfach nicht drüber hinweg ist, was bei Temptation kam. Und vor allem mit dieser Attitude da rumläuft und so ein bisschen, man hat das Gefühl, so ein kleiner beleidigter Junge, der nicht mehr reden will. Dann get over it. Verschone uns, verschone sie, verschone die ganze Trash-Landschaft mit dem Thema. Because I can't hear it anymore. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann es nicht mehr hören. Entweder du bist ein erwachsener Mann, der sich hinsetzt und versucht, mit das Thema mit der Frau zu klären. Oder du gehst in deine Therapie und versuchst es da zu klären. Oder du redest mit deiner Freundin, Familie und bist ein bisschen mehr bei dir. Oder lass uns in Ruhe mit dem Scheiß. Ich kann das nicht mehr hören, ich sag's euch ehrlich. Das kann doch nicht sein, dass man auf jedes Wort, jedes Mal die gleiche Argumentation folgt. Der entwickelt sich null weiter. Viele haben ja auch Sandra kritisiert, weil die da nicht drüber hinweg ist. Aber guckt euch den Boy an. Er bringt bei jedem Müll, ja, ich bin heute straight, Temptation. Das ist keine Argumentationsgrundlage mehr. Das gilt nicht mehr. So langsam ist es auch enough, weil er hat eine neue. Wäre er wirklich bei sich, Leute, dann würde er vielleicht ein bisschen mehr Empathie für Sandra haben. Wäre er wirklich ein bisschen mehr bei sich, ist er nicht. Ich glaube nicht, dass er sie noch liebt. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich bei sich ist und dass der komplett im Reinen ist. Mm-mm. Schon bevor ich hier komme, dass es anstrengend sein wird mit ihr. Warum weinst du gerade? Also willst du mir sagen? Weil mir kalt ist. Nur deswegen? Nein. Dann geh mal duschen. Ja, mache ich jetzt auch. Okay. Nein, weil wir waren so gut immer zusammen. Ja, Sandra, du weißt, mit den Sachen, die passiert ist, manchmal nicht mehr so einfach. Nach so einem Gespräch und nach so einer Diskussion, dann ja, meistens weint die einfach. Ganz ehrlich, so, warum weinst du? Ja, weil ich ein Mensch bin mit Gefühlen und du hast mich gerade 45 Minuten lang fertig gemacht am Stück. Du hast mich angeschrien, so hatte ich noch nie einen Tommy vor mir gehabt.
Und natürlich, also sorry, irgendwann kann ich nicht mehr. Ich bin aber auch froh, dass das hier, dass das gezeigt wird und dass das kommt, weil mich das Ganze natürlich mitgenommen hat. Und für alle, die schreiben, Sandra hängt da gefühlsmäßig dran und so, ja, ich habe Gefühle. Das heißt aber nicht, dass ich ihn in dem Moment zurückhaben will oder traurig bin, dass er in der neuen Beziehung ist oder sonst irgendwas. Glaubt mir, Stand jetzt, ich bin froh, dass ich ihn nicht mehr an meiner Seite habe. Ich bin gefühlsmäßig einfach nur da. Ich bin auch traurig, wie es passiert ist mit uns, dass es geendet ist. Ich habe lange um diese Beziehung gekämpft. Als ob ich jetzt da stehe und weiß ich nicht so, ja, okay, Tommy, stimmt, du hast recht. Ich habe so viel Scheiße gebaut, alles gut, wir sind nicht mehr zusammen, cool. Nee, ist nicht. Ich habe Gefühle. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass ich da jemanden zurückerobern möchte oder sonst irgendwas. Glaubt mir, dann würde das eventuell noch ein bisschen anders aussehen. Aber naja, egal, das ist ein anderes Thema jetzt hier. Ja, also das ist halt das, was ich auch ein paar Mal gesagt habe, dass ich das gut finde, dass die Sandra so transparent ist und dass wir zumindest bei ihr Emotions sehen können, mit der wir auch relaten können. Also man merkt, da ist jemand da, die wirklich Gefühle hat. Ob das jetzt der Wutausbruch ist oder das Weinen oder das ganz ehrliche Zugeben, dass sie da das vermisst, wie beide früher waren, es ist einfach greifbar. Ihr könnt sagen, was ihr wollt und Sandra Hayden, wie ihr wollt. Es ist greifbarer als ein Mensch, der zumacht und sie anschreit. It is not relatable. Es ist einfach nur wild. Ich bin kein Mensch, der hier Diagnosen ausstellt. Aber dieses Anschreien, dieser Frust ist Wut. Von Tommys Seite. Es ist einfach viel, viel Frust und Wut. Und ja, das kann daher kommen, dass er einfach die Nase voll hat von ihr und sie nicht mehr sehen kann. Und deswegen ist es auch gut, wenn das alles jetzt zu Ende ist und nicht mehr ausgestrahlt wird und beide deren Weg gehen können, weil das da alles tut ihr nur weh, das tut ihr nicht gut. Und wie sie auch selber sagt, wenn sie sich das anschaut, öffnet es noch mehr Wunden. Das ist demütigend, wie er damit ihr umgeht. Es ist demütigend, wie er jetzt in den Storys über sie spricht, obwohl die zusammen waren und eine schöne Vergangenheit hatten. Es ist alles sehr traurig und demütigend und das wünscht man keinem. Und ja, ich glaube, er verarbeitet es auch grundsätzlich, wie er es verarbeitet. Ich glaube, für sie ist es, glaube ich, auch, also für alle das Beste, wenn die wirklich dann Abstand haben, keine Show haben, in der beide alles nochmal quasi durchleben müssen, ne? Ich mag den Zimmer nicht mit wem ich den Bett teile. Das ist mir schon bewusst. Hab ich schon verstanden. Wieso? Wieso musst du das jetzt gerade noch erwähnen, dass du deine Bettnachbarin, Bettpartnerin nicht magst? Wieso? Machst du einen auf cool vor Max, vor Nico? Warum? So bist du nicht. Das ist nicht der Tommy, den ich damals kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Ja, und das ist halt... This is exactly what I'm talking about, wenn ich sage, Tommy, get your shit together, du bist nicht mehr 16, du bist, weiß ich nicht, 28, get your shit together und ich weiß es nicht, wie es ist, ob das einfach nur dieser Ärger ist, aber diese ganze Szene spricht einfach nicht für Reife, es ist nicht reif, es ist sehr, sehr trotzig, es ist sehr trotzig, es ist sehr kalt. Es ist total unnötig, deine Ex, mit der du den Vertrag unterschrieben hast, dort drin zu sein, so anzugehen vor anderen. Es ist super stillos, geschmackslos, es ist wirklich, boah, das macht man nicht, sorry, tut mir echt leid. Er profitiert von dieser Show mit dir da drin und dann hast du null Respekt. Bruder, bevor du das ausgesprochen hättest, hätte ich dich schon weggeklatscht, wieder zurück in diesen Fluss, ey. Hast du überhaupt Anstand? Wie redest du mit ihr? Wie redest du über sie? Also, wenn er da so mit mir geredet hätte, ich hätte diese Show abgebrochen, wäre mir scheißegal, wirklich. Ich hätte meine Sachen gepackt und wäre gegangen, so, hier hast du deine Gage. Weil bei Gott, hass mich, aber hab zumindest einigermaßen Anstand, hier zumindestens, ja, meinen Namen nicht so ekelhaft in den Mund zu nehmen. Das ist super demütigend, das ist, bah. Jetzt geht's zum Gruppenspiel und ja, wir haben schon echt viel Geld verzockt und wir waren alle sehr motiviert, wie ihr sehen könnt.
Und jetzt zeige ich euch mal eine Szene, wie genervt Tommy von mir war. Ja, du schaffst das auch. Du hast Kraft zu sparen, okay? Ja. Denk daran. Oh mein Gott, das ist super weit. Dich heute wirklich vorzulehnen, verstehst du? Aber wenn du die Kraft hast, verstehst du, was ich meine? Tommy, kannst du mir Hilfe stellen? Ja, ja, wie so ein Tennistrainer hier schon gemeint. Okay, komm, konzentrier dich. Nur mit den Armen. Gib dein, genau, sehr gut. Einer nach dem anderen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Langsam, langsam, langsam. Wo hast du die Kraft? Siehst du? Ah, oh, jetzt werden die Dinger größer, gell? Die Abstände. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja! Übertrieben ab. 100 hätte ich geschafft, 500 hätte ich geschafft. Ich sag's euch, es war echt schwer, sich zu überwinden. Es war wirklich hoch. Man hat vorher schon gesehen, wie weit der Sack weg ist. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es hat die ganze Zeit geregnet und diese Holzsprossen waren einfach super rutschig. Also, ich will mich jetzt hier nicht rausreden, aber es war unmöglich. Unmöglich, sag ich euch. Aber ich glaube, die Produktion wollte einfach, dass wir mit wenig Geld nach Hause gehen. Beziehungsweise der, der gewinnt. Also das ist ja krass, wie viel Geld wir da verzockt haben. Aber ja. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und kommentiert sehr gerne, was ihr von der Folge haltet. Beziehungsweise von dem, was ich dazu gesagt habe. Sandra, du musst dich auch gar nicht rausreden, Girl. Bei Gott, muss ich gar nicht rausreden. Diese Probe, diese Übung. Sollte ich jemals mit meinem Ex in so einer Show sein, ich hätte schon beim Zugucken, wäre ich schon gefallen. Gell? Also bei Gott, ich meine, ich habe zwar hier ein bisschen Bizeps und so. Sieht man das? Sieht man das? Aber das hier alles ist nur Deko. Das ist nicht echt. Das ist nur Deko. Ja, also falls ihr ne, irgendwie ein mal, ne, braucht so, den ihr leicht fertig machen könnt. Here, that's me. Ich könnte mich nicht mal eine Millisekunde auf diesem Ding halten. Ich wär sofort runtergeplumpst. Ja, wie so ein Stück Scheiße, wollte ich schon sagen. Aber wie so ein Stück Kartoffelbrei wäre ich sowas von direkt auf den Boden geplatscht. Ja, und die hat sich da wirklich literally 5 Minuten gehalten oder so. Wie geht das? Wie stark sind denn manche Menschen, frage ich mich manchmal. Warum habe ich so wenig Kraft? Ja, ich sollte weniger tanzen, mehr Krafttraining machen. Aber also ich finde, sie hat das schon echt gut gemacht. Ich war echt baff. So, ne? Also wäre ich da dort, ich hätte wirklich 1 Million verloren, obwohl nicht mal 1 Million in diesem Jackpot ist. Und ja, also so wie sie jetzt drüber redet, dass der Tommy da quasi sie nicht nervig fand. Ja, ich glaube, das ist auch wechselhaft, ne, sein Mut. Und nicht wirklich so, dass man sagen kann, okay, heute ist der erst irgendwie konstant so zu ihr. Beim Einzug ist der ja auch noch ganz nett zu ihr. Und ich glaube schon, dass es auch eine Rolle spielt, dass da noch andere Leute da sind, wie so ein Max, mit dem, ne, kennt das ja Boys, die wollen noch immer so auf cool machen. Finde ich halt super kindisch. Und dass er da jetzt bei dem Spiel so ein bisschen sie unterstützt, ja, finde ich gut, ne? Also vielleicht hat er an dem Tag einfach wirklich bessere Laune gehabt. Aber ich finde, der Kontrast ist auch krass. Weil wenn er wirklich eigentlich so ein verständnisvoller Mensch ist, der sie auch pushen möchte, verstehe ich halt nicht dieses Geschrei vom Vortag nicht. Also das macht gar keinen Sinn für mich. Für mich ist das... Also ich glaube, der wollte einfach nur Show machen. Ich glaube, dass er nicht wirklich jetzt so heftig von ihr getriggert ist. Und weil es gibt einfach nicht mehr so viele Gründe dafür. Ich glaube, dass er im Nachgang, weil er auch merkt, so, okay, die Leute denken sich auch so, Tommy, ist alles eigentlich wirklich in Ordnung mit dir oder bei dir, dass er halt so Gründe sucht, warum, um das zu relativieren, weil er eben auch merkt, weil Sandra auch meint, die Maske von ihm fällt. Ich glaube, die war schon immer so. Ich glaube nicht, dass sie groß fällt. Ich glaube, der hatte bis jetzt einfach nur ein sehr gutes Image. Und ich glaube, dass er dann versucht, einfach irgendwie die Temptation Island Karte zu ziehen, um das alles zu relativieren, wie seine Ausstrahlung vielleicht nicht so das wurde, wie er es erhofft hat. Ne?
Aber ich glaube, dass er weniger krass genervt ist von ihr, wie er da so ein bisschen kundtut. Sie könnte ihm egal sein, aber dafür echauffiert er sich sehr, sehr viel. Ich glaube definitiv nicht, dass er noch Gefühle hat. Ich glaube, der ist durch. Ich glaube ein bisschen schon, dass er auch vor Temptation oder bei Temptation schon durch war. Und ich glaube halt, er könnte so fair sein, zumindest jetzt die Frau nicht noch mehr so zu demütigen. Die liegt schon am Boden. Die liegt schon am Boden. Ja, sie stichelt, ja, sie macht Dinge, aber sie liegt trotzdem schon am Boden. So. Also hab wirklich ein bisschen, ignoriere sie einfach. Weißt du? Ja, was sagt ihr zu der Folge 5, beziehungsweise natürlich jetzt so Sandra und Tommy, Sandras Reaktion jetzt mal auf Folge 5. Genau, schreibt mir da gerne eure Gedanken. Wir sind bei Folge 5. Ich glaube, gibt es 10 Folgen? Ich weiß es gar nicht. Genau, wenn das dann vorbei ist, gibt es natürlich dann keine Real Talks mehr von Sandra. Und dann ist das Thema, glaube ich, dann auch für uns so ad acta. Und dann können die beide weitermachen. Ja, ich hoffe, dass wir dann alle weitermachen können. Genau, schreibt mir eure Gedanken. Apropos, seht ihr meine Sommersprossen hier? Sieht man das? Weiß ich gar nicht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, macht es euch schön, macht es euch gemütlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch ein bisschen was gegeben. Genießt den Tag noch. Ja, lasst Grüße da auf jeden Fall gerne, wenn ihr mögt. Und seid auf jeden Fall beim nächsten Video wieder dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann. Ciao.